So, guten Morgen, liebe Freunde. Wir sind wieder unterwegs, die Arni und ich. Good morning, Arni. Nach Cagayan de Oro. Und hier sind wir wieder in unserer Anlage. Und jetzt schauen wir mal, dass wir einen Transport kriegen. Weil wir haben dieses Mal kein Taxi bestellt. Das hat ja super geklappt. Jetzt sind wir schon hier in den 30er unterwegs. Nach Ampayon. Super. Schaut mal, klasse, ja, mit dem Fahrrad. Und hier die Abzweigung nach Davao. So, das hat super geklappt, angekommen und schon unterwegs. Viel besser als letztens mit dem Taxi und viel, viel billiger. Das Dreisigel hat gerade mal 20 Pesos gekostet. Ja? Und beim Taxi zahlen wir jedes Mal 300. So, hier die Fahrerkabine vom Multicap. So, wir sind angekommen, das war unser Multicap hier Robinsons und da müssen wir jetzt hinterlaufen, da geht der Bus weg nach Cagayan de Oro. Is Arni, does your face mask combine with your suitcase? Hm? So, Morgenstund hat Gold im Mund. Ich möchte für die Zukunft möchte ich auch mehr früh aufstehen, das ist hier so schön morgens. Wow. Die Vögel zwitschern. Die Leute sind schon unterwegs zum Reisen. Und wir müssen dahinter, da irgendwo geht unser Bus dann weg, ganz auf der anderen Seite im Robinsons. Schöner kleiner Palmhain. Schaut mal diese tolle Lichtsituation an am Morgen. Wow. Seht ihr, das ist alles das Gebäude, das ist die andere Seite von Robinsons Mall und da ist die Busstation. Babe, at this side, no? Ah. So, wir kommen da praktisch von hinten rein. Und jetzt stehen da die Busse. Jetzt wisst ihr den Weg, wenn ihr mal nach Cagayan de Oro müsst, von Butuan aus. Das ist ja schon. So, Arni hat schon einen Platz gesichert. Gut. Die Fahrt nach Cagayan de Oro kostet 436 Pesos. Ich habe mich gerade gefragt, warum die hier aussteigen, wo wir gerade losfahren. Das ist der Flughafen hier. Der Benghazi Airport, ja, da geht es also zum Fliegen. Da braucht man jetzt wieder einen Swab-Test, weil wir sind wieder im Lockdown. Die hatten dann ihr Gepäck hier unten drin. Ne? Eine traumhafte Landschaft hier. Und die Sonne ist aber schon wieder weg. Wird heute wahrscheinlich wieder regnen. Und das sind 7,60 Euro, die diese Fahrt umgerechnet kostet. Nach Cagayan de Oro und das sind 5 Stunden mit dem Bus, da ist aber ein Stopp dazwischen drin und so und der hält ja überall an und wir haben diese tolle Landschaft. Ich sitze heute auf der rechten Seite und versuche dann natürlich wieder ein paar, nicht so viel wie davor, aber so ein paar schöne Eindrücke festzuhalten für euch. Viel Spaß auf unserer Reise nach Cagayan de Oro, denn ich muss ja meine Augen untersuchen lassen. Ja, das ist die Nachuntersuchung nach der grauen Star-Operation. Und es geht ganz schnell heute Morgen, weil überhaupt kein Verkehr ist. Ja. Und hier ist das illustre Terminal von Nasipit, wo die Arni geboren ist. Also nicht im Terminal, sondern in Nasipit. Also hier hoch. Tropische grüne Landschaft hier in Nasipit, das ist wirklich super.
viel Kokosnuss. Das sind Nipa-Palmen, ja, wo man diese Wände und Dächer herstellt. Ich zeige euch das in anderen Videos, beziehungsweise da habe ich schon von Catanduanes habe ich Videos mit dieser Palme. So, da geht es zum Nasipit Port. Und die haben ja hier eine wunderschöne Bucht mit einem schnuckligen Hafen. Und das werden wir auf jeden Fall mit dem Motorrad auch besuchen. Das ist hier die Abzweigung. Ja, da werden wir unbedingt auch hingehen. Ja, hier kann man schöne Häuser bauen, ne? Ohne Zweifel. So, die Arni muss hier eine Passagierliste ausfüllen, beziehungsweise sich eintragen für den Checkpoint. Das wollen die sehen, ne? Jetzt wegen dem Lockdown, der momentan ist schon wieder. So, das ist der Nasipit Hafen. Ja, sehr schöne Bucht. Wir sind hier in Carmen. Carmen ist bekannt für die Weihnachtsbeleuchtung von der Municipal Hall. Ja, die machen immer spektakuläre Weihnachtsbeleuchtung. Konnten wir leider noch nicht besuchen. Aber das hier ist alles noch nicht weit weg von Butuan. So, das sind also typische Orte. Und die Arnie hat hier sehr viele Kontakte. Und diese Leute können wir natürlich alle besuchen. Da können wir tolle Videos für euch machen. Wir fahren ja hier direkt an der Küste entlang. Und man hat immer wieder einen Blick aufs Meer. Und hier in Carmen gibt es so Floating Cottages zum Party machen. Das sind so Häuschen, die auf dem Wasser schwimmen. Ja? So, hier wunderschön Berg mit Dschungel. Ja, fantastische Vegetation hier. Kinderlein. Wir überqueren hier die Landzunge und ich versäume natürlich immer in dem Moment, wo dann eine tolle Sicht ist runter aufs Meer. Und jetzt schauen wir mal, ob wir noch mal runter sehen. Schaut, da ist Nebel, klasse. Ja, also das ist hochtropisch hier. Vom Feinsten, da geht es runter ins Meer. Und auf der anderen Seite ist dann Maxai Sai. Und das werden wir natürlich alles mit dem Motorrad noch ergründen. Das ist eine hochtropische Märchenlandschaft hier, die ihresgleichen sucht. Ja. Also vom Feinsten. Schöne Straße hier, so ein kleiner Pass hoch und runter. Schaut, wie weit die Berge, nicht so hoch, aber sehr schön. Mit Dschungel bewachsen. Teilweise ein bisschen Landwirtschaft betrieben. So, das ist also hier jetzt Maxai Sai nach dem Pass. So, also Maxai Sai, das ist mein Lieblingsname hier von den Ortschaften. Und hier ist Frühstückspause im Bus. Da geht's hier rein. Lutong Bahai. Runter. Da wird gekocht. Hier wird gekocht. Ah, gut, huh? With wood, I like it. Das ist also hier ein natürliches Restaurant. Huh? This is natural restaurant here. Very good. Very good. Das ist der Hahn. Und hier werden Kokosnüsse verarbeitet. Ah, gut. Der Wood, da wird das Holz verarbeitet. So, das ist also hier das Essen, was hier zubereitet wird. Schaut. Wisst ihr, dieses natürlich zubereitete Essen, das schmeckt so lecker. Ah, it's so good, this food. Huh?
Auch der Reis, das ist alles hier vom lokalen Anbau. Das ist kein Büchsenessen, hier frische Bohnen, alles. Und hier so Schweinerippchen, ganz, ganz lecker. Und dann nehmen wir hier so eine Art so eine Brühe dazu. So eine Gemüsebrühe ist sehr gut. Also das ist wirklich absolut typisches Restaurant. Ne? Bye bye, thank you, very good food. Sehr leckeres Essen. Did you like it, Arne? Gut, ha? Das ganze Essen hat jetzt 105 Pesos gekostet, ja? Stellt euch mal vor. Und wenn man da in so einer Mall oder so ist, da ist man gleich 4, 5, 6, 700 Pesos los. Und das war so typisch, ja, und das ist das, ich möchte mich ja mehr auf die ganz typischen philippinischen Sachen konzentrieren. Was ihr wirklich seht, hier ist teilweise die Zeit stehen geblieben, ja, und die Leute sind so natürlich und die sind so freundlich und ja, das ist unglaublich, ja. Und dann haben wir wieder diese Gegensätze hier und ich glaube, das ist auch das, was dieses Land ausmacht. Und ich bringe euch demnächst ein Video, wie man hier den Rest seines Lebens verbringen kann, was es hier für ein Visum gibt und was die Voraussetzungen dafür sind, dieses Visum zu bekommen. Leute, seid mal gespannt. Ich habe eine Broschüre zu Hause vom Bureau of Immigration. Hier ist ganz wasserfest in Ölpapier, ja, und dann machen sie ganz groß Werbung zum Leben auf den Philippinen. Wir sind hier direkt am Meer. Hier riesige Küste, ja, tolle Grundstücke. Da gibt es sicherlich auch das eine oder andere Grundstück zum Verkaufen. Hier mit Dschungel und direkt am Meer. Ja, das hat hier keinen richtigen Sandstrand, aber das ist hier einfach so Küste. Und es ist schön. So, sehr schöner Bach, schaut mal. Und der Baum. Ja, wenn man eben so einem Fließgewässer wohnt, da hat man natürlich immer Wasser, unabhängig von der städtischen Wasserversorgung. Und wir fahren hier direkt an der Küste entlang und ich sehe hier viele Strände und wirklich sehr schön. Und hier gibt es sicherlich auch Grundstücke zu kaufen, ja. Wunderschöne Region. Auf der linken Seite, ja, da geht es ins Landesinnere rein. Wir sind ja hier immerhin in Mindanao, in der zweitgrößten Insel der Philippinen. Ne? Also da gibt es Möglichkeiten ohne Ende. Und bei so einem fruchtbaren Land und bei so einer tollen Vegetation, das ist ja unerschöpflich. Wir sind in Gingok City, Public Market Gingok City. Das werden wir natürlich alles auch nochmal mit dem Motorrad bereisen und so. Und ich krieg wieder richtig Lust hier rumzureisen und diese fantastischen Philippinen hier. Dieses Mindanao, das ist, also ich muss sagen, das ist bis jetzt mein Favorit, was ich hier gesehen habe auf den Philippinen. Das ist absolut, hier sind die Menschen auch größer, ja. Hier ist auch alles hoch, hier schlägt man sich nicht gleich den Kopf an. Ja, das ist hier die Insel der großen Menschen. Mindanao. Schaut, einladendes Städtchen. Gingok. Oh, da gibt es Durian, Leute, schaut mal. Oh. Und Lanzones. Und hier sind wir im Bus-Terminal von Gingok. Hi, it's so good, man. Auf vier Sachen im Bus drin.
beibringen, Mani? Schau, da gibt es alles zu kaufen hier im Bus. Hallo, machen wir die Lecker. Erdnüsse. Hallo. Hallo. We love Mani. You love Mani? Ja. Immer noch hier in Gingork City. Wirklich auch eine sehr typische Stadt hier. Viele Flüsse überall. Wieder hier, das sind zum Beispiel Restaurants, Cafés, Kapean. Das heißt so viel wie Coffeeshop, ne? Vosotros, Kapean, euer Kaffeegeschäft. Ja Leute, wir sind hier im Paradies gelandet. Was kann ich sagen? Das sieht für mich aus wie das Paradies. Ja, Dschungelgrün, schöne Ortschaften, nette Menschen, alles günstig. Früchte, ja. Da wächst dir, wie der Robert sagt, die Banane in den Mund. Er sagt, in Peru wächst dir die Banane nicht in den Mund. Aber hier würde ich sagen, hier wächst dir die Banane in den Mund. Ja, das ist das fruchtbarste Gebiet, ja, zusammen mit Venezuela, wo ich früher war, im Sur de Lago. Das ist auch so brutal fruchtbar, so wie hier. Schaut mal, hier wächst absolut alles. Ja. Das ist Heaven in Paradise. Wenn man nach links blickt, da hat es hohe Berge, da hängt oben der Nebel drin in den Bergen. Wir sind in Balingwan, wo es nach Tamigan Island geht. Und was ich gerade entdeckt habe, hier schaut mal. Priest Feeding Area. Ja, auch interessant. Also zum Brustessen geben. Also wenn man um die Säuglinge zu säugen, die Area. Wir haben vor, auch bald nach Kamigen zu gehen, da müssen wir hierher kommen erstmal. And was the CR clean, babe? Good. Not really. Und weiter geht's nach Cagayan de Oro. Von hier aus kann man quasi rüberspucken nach Kamigan Island. Ja, da ist es. Das Problem ist, wir haben hier nicht wirklich eine Sicht da drauf. Gerade so aus, als könnte man darüber schwimmen auf diese fantastische Vulkaninsel der Philippinen. 100% vulkanischen Ursprungs ist Kamigan Island. Das wäre natürlich für mich hier auch ein Hochgenuss, weil ich bin ja Spezialist für Vulkanismus. Das musste ich ja studieren in meiner Ausbildung als Fremdenführer für Lanzarote, die Insel der Vulkane. Aber da sieht es natürlich ganz anders aus in Lanzarote. Das ist eine Wüsteninsel, eine vulkanische Wüste. Und hier ist es ein tropisches Vulkanparadies und deswegen müssen wir Kamigan Island besuchen, ja, und da freue ich mich jetzt schon drauf. Ich will dort 2 Wochen bleiben. Ja, ich habe schon geschaut, das Hotel für 2 Wochen kostet direkt am Meer 180 Euro, ja, das ist unglaublich, ja, aber wahr. Trat sich schon das Brandhändel am Spieß.
am Checkpoint hier. Ich bleibe wieder sitzen. So, wir kommen hier nach Cagayan de Oro. Und wir fahren hier schon die ganze Zeit entlang des Industriegebiets. Mit großen Firmen und Hallen und so. Schön bunt immer alles hier in den Städten. Hydraulik Hose. Auf Deutsch eine hydraulische Hose, das hört sich witzig an. Hier sieht man ganz hinten das Industriegebiet am Meer entlang. Heute ist Samstag. War ganz wenig Verkehr auf der Strecke. Die haben sich trotzdem sehr, sehr viel Zeit gelassen. Ankunft in Market City am Busterminal. And did you have a happy travel? Ja, gut. Als Arni ist entspannt, dann ist der Tag gerettet. Also, angekommen. So, wir haben schon den Koffer. Bye bye. So, Arni hat schon ein Taxi organisiert. So, hier ist ja schon wieder die RCBC. Ja. Wir sind gleich da im Grand City Hotel. Ich habe das andere gebucht, aber wir wissen ja schon in Asalta, wo wir letztens gegessen haben. Und ich habe das andere Hotel gebucht. So, hier sind wir schon wieder zurück. Grand City Hotel. Hier ist es warm, ich habe noch die Jacke an. Schön, wenn man wo ist, wo man sich schon auskennt. Nice when you arrive to a place which you already know, huh? So you check in, we get the same room. Wir kriegen das gleiche Zimmer wieder. 34A. Same room, it's nice. We know it already. Wi-Fi Passwort ist immer noch im Handy gespeichert, ja, also super. Why? It's like that, babe. So, wir gehen zur Augennachuntersuchung jetzt. Können wir, es ist schon Zeit, passt wunderbar. Und die haben gesagt, wir können auch ein bisschen früher kommen. Und dann, wenn wir das hinter uns haben, dann haben wir Freizeit bis Montag. So, das war schon die Augenuntersuchung. Klinik seht ihr hinter mir, hat nur ein paar Minuten gedauert, alles verheilt. Und jetzt darf ich noch 5 Wochen nicht ins Meerwasser gehen, meint er. Und er muss Augentropfen reinmachen und das ist es aber. Ansonsten alles ganz normal. Komm her.
Dekoration, Mittelstreifen und so weiter. Ah, da gibt es auch ein All Home. Look, hier ist auch so ein All Home. Robinson Supermarket. Limkit Kaimon. I cannot remember this name. Ah, look. Okay. It's in Red Rhythm. Oh. Also wir Red Rhythm immer mit alter Manier. Da gibt es immer eine Schwarzwälder Kirschtorte. Die Ani sagt, das ist eine chinesische Mall. Look, a bakery, babe. So. I love cake. Ja, hier gibt es halt so wirklich Konkurrenz. Ja? Ja, das ist die. Wow, the decoration is nice. Ne? Really? Das ist die Konkurrenz von Red Ribbon. Die Dekoration ist auf jeden Fall schön. So, das ist denen ihre Schwarzwälder Kirschtorte hier. Auch nicht schlecht. Hier gibt es die Dunkin Donuts. Die mag die Arne ja nicht so, die mag mehr die anderen. No, why? Ah, hier ist ein Wandstore, da schauen wir mal nach Schuhen. Weil gerade diese Wands, die hätte ich gerne zum Fahrradfahren. Und der Wands ist ein super Laden, Leute. Ja, auch die Shirts und so sind klasse. Ja. Aus Amerika. Hello. We are looking for size 12. Maybe. Wir haben Schuhe gefunden, ha? What a luck. Ha? Echt Wands, jetzt habe ich endlich Fahrradschuhe. Hat sich die Reise schon wieder gelohnt, weil das Problem bei mir ist wirklich mit der Schuhgröße, Leute. Das ist nicht so einfach auf den Philippinen, aber dann plötzlich gibt es große Schuhe, dann ist wieder kein Problem. Ja? Man muss halt immer schauen. Leute, diese Mall hier ist riesengroß und sehr schön. Schaut mal. Super, ne? Die Arni in ihrem Element. Die originalen Kappen. Oh, oh, schön. Ja, da gibt es halt also schon schöne Laufschuhe, Timberland, ja. Ja. Sehr schöne Schuhe hier. Wanderschuhe, look. Walking Shoes, Hiking Shoes, babe. Also hier gibt es halt auch wieder alle Geschäfte, wie es uns auch. Oh, look, it's big here. Wow, mit Tageslicht hier. This looks good, huh? Jesus, Maria, where is El Santo Niño? Look, here is the Santo Niño. Yeah. Here is your table. What's that? What? The table, ja, hier Tische. Da muss nur noch die Glasplatte drauf, genau. Tische hier, Wahnsinn. I know, this is a card. Pist, you crazy. Das ist eine Kart, Pist. This is to drive the cart, babe, for the children or the adults. Ja. Jetzt habe ich mich fast ins Boxhorn jagen lassen von der Arnie und gesagt, das sind Tische hier. Crazy. So, Miss Arnie, what did you discover? That is in a pizza. You're in a pizza. So, das sind die für die Arne. This is the one for you, because it's calorie free. So, will we eat an SNR pizza? New York pizza style? Or will you better make a sport here? Huh? Look, the decoration. Boah, schaut mal die Dekoration. Chinese. This is Chinese. Chinese.
So, da gibt es die ganzen Fressläden. Aber ich gehe mit der Arne jetzt Pizza essen, weil sie mich einlädt. You invite me. Siam. Thai Restaurant. Und hier SNA New York Style Pizza. Da essen wir jetzt eine Pizza. Oh, das gibt es hier im SNA Pizza. Schau, so Händel und Salat. Und dann diese New York Pizza Style. Arne mit ihrer Pizza. Das ist so gut. Arne mit ihrer Pizza wieder. So, uns hat es geschmeckt, aber wir haben die halbe Pizza über. Das ist für 6 bis 8 Personen die Pizza. Das ist der Wahnsinn. Ne? Da ist so eine Spielcorner. Das darf natürlich auch nicht fehlen. Das haben wir, glaube ich, noch nie gefilmt. Schaut hier, Leute. Oh, oh. Produkte heute. Appliances Trading. Designed in Germany. Yeah? I'm German. Die Bella hat uns abgeholt und wir gehen ein bisschen aus abends. Das machen wir ja normalerweise nicht. Und ich habe meine neuen Schuhe an. Schaut mal, die sind doch heiß, oder? Die haben jetzt nicht mal 40 Euro gekostet. Original Vans. Guten Abend. Good evening. Guten Abend. There in Germany? Ja, guten Abend. Guten Abend. Guten, say it together. 1, 2, 3. No. Guten Abend. Guten Abend. Ja, gut, huh? So, how many people do you see? Wie viele Leute seht ihr? Millions. Millions of people. It's times three. Oh, huh? So many people. There are 9 of us. So. Wow, the shoes are quick, huh? Yes. Wir gehen mit dem Taxi nach Uptown, wie die Damen sagen. In diesem Taxi gibt es auch Karaoke. Ja? So, wir sind hier in Uptown. Wie ist es going like that? Yeah. Pagay and the Oro. Do we go in the church? Da ist eine Kirche. Asani Mam Kobo. Wir sind hier in dem Laden, das heißt der Uptown Strip. Das ist der nächste Laden hier, Road Park. So. Es ist also hier mehr zum Essen. So, mal sehen, wo mich die Mädels hier hinführen. Die Antebella, die kennt sich ja hier aus. Also sehr schön, Cagayan de Oro, Uptown unterwegs. Ja, die Leute essen hier. So, ich habe ganz vergessen, eine Face Mask aufzusetzen. Jetzt haben wir keine mehr. Jetzt muss es dieses Tuch auch tun. Ja, den
Scheiße, ich glaube ja nicht mehr an den ganzen Mist. Und so tut mein Körper automatisch das vergessen. So, schaut mal, da ist das nächste Restaurant. Esse, mache, tun. Swiss Daniel Resto Bar. So, hier also interessant. Oh, Lucky Station. Ah, das ist doch schön hier. Hello. Good evening. Oh. Da gibt es hauptsächlich Essen, ich glaube. Ansonsten hier mit Singen und so ist ja nicht so arg viel. Habt ihr mich gesehen? Ich sehe ja auch urig aus jetzt. So, also, hier gibt es Futter. So, da oben ist die Bar. So, hier ist die Bar. Wow. Swiss Gay. Hello. 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 Ah, good evening. Welcome to this Daniel. Thank you. So what's that? Verboten ist im Moment Alkohol auszuschenken. Deshalb wird er dann hier so in der Tasse. Because of the curfew or the lockdown or whatever it is. Und die Deckendekoration ist auch schön, ne? So, also hier sehr schöner Laden. Hier gibt es sogar eine Red Velvet. Also, trotz Lockdown Level 3 sind hier die Lokale geöffnet. Man kann ausgehen und ihr seht hier auf den Philippinen wird das nicht mehr so ernst genommen. Alkohol darf nicht ausgeschenkt werden, deswegen müssen die dann das Bier hier aus einer Tasse trinken, ja. Ich trinke ja sowieso keinen Alkohol. Ich habe hier, weil kein Sodawasser da war, einen Coca-Cola getrunken. Und die Polizei unten war auch lustig, ja, die Militär. Und die sind halt irgendwie alle easy peasy, ja. Weil die nicht mehr richtig mitmachen mit diesen ganzen Entscheidungen, was die Politiker treffen. Und die sagen dann einfach, ja, machen wir, trinken wir halt das Bier aus der Tasse, ja, wenn Alkoholverbot ist oder sonst irgendwas. Uns ist das einfach egal. Das sind die Philippinen, Leute. Vielleicht könnte man in Deutschland oder in anderen Ländern einiges von diesen Ländern hier lernen, ja. Und die Reise hierher auch, ja, hat der Busfahrer gesagt, ja, alle Leute müssen jetzt ein Impfpass vorzeigen. Aber wer während der Fahrt, wenn es nicht so gut geht, oder dem es nicht so gut geht, oder Senior Citizen, die können im Bus sitzen bleiben. Und ich bin bis heute noch kein einziges Mal aus dem Bus ausgestiegen, als ich aufgefordert wurde und jedes Mal als Senior Citizen, oder heute hat die Arnie gesagt, ich wäre reisekrank, mir geht es nicht so gut. Und das war echt witzig. So, boys, thank you. It was nice here. Thank you so much. We recommend this place. Now it's called View. So, also offiziell bis 10 Uhr, aber es ist schon 10:30, ja. Das war also auch nicht so ernst. So, wenn euch das Video gefallen hat, wie immer Daumen hoch, abonniert den Kanal, auch das Glöckchen. Die Arnie und der Uwe. Tschüss. Ohne Face Mask. Hier mit Bandido. Look. Schaut mal, wie die hier reisen. This is my bonus material. Is it comfortable to travel like that?
Yeah? Good. Enjoy. Careful. Careful driving. Also, das Nightlife hier in Cagayan de Oro ist Downtown. Uptown. This is not Uptown. 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 Yeah. Another one. Uptown. Das Nachtleben in Uptown. But you know, there is no, da gibt's keine unanständigen Lokale. No? This is all inside the Christian limits. Huh? Also alles christlich hier. Let me take a picture. Seht ihr, schön, ganz gepflegte Bar. Yeah, Thailand. Welcome to Thailand. Welcome to 7-Eleven. It's also in Thailand is a lot. In Thailand is a lot. Also wie ihr seht, im 7-Eleven gibt's wie immer alles zu kaufen. Ja, und selbst wenn man jetzt, wenn das nicht mehr im das Bier nicht mehr ausgestellt war, so haben sie es irgendwo unten rausgekramt. Deswegen heißt es Uptown, weil die Straße hier geht nämlich hoch, das ist oben auf dem Hügel. Schöne Abendstimmung mit Abendrot, schaut mal, toll. Ich habe wieder eine Durian, das ist dieses Mal eine andere Sorte. Die hat außen wie so Stacheln. Ja, und die ist schon, wenn die reif wird, die geht dann von selbst auf. Und dann kann man sie normalerweise an dieser Stelle teilen. So, das habe ich also schon raus. Ich habe noch nichts gegessen von dem Durian und schaut, der ist von selbst aufgegangen. Und dann haben wir hier diese Kammern und da ist die Frucht drin. Und die holt man dann so raus. So, das ist also der ganze Durian. Und das ist der Rest hier mit den Stacheln. Okay.